Guten Morgen, Leute. So, dieses Mal gibt es mal wieder ein in Anführungszeichen klassisches Reisevideo, denn ihr wisst, auf der Range ist es meistens mit dem Internetempfang nicht ganz so gut. Deswegen habe ich mir überlegt, mache ich so, wie ich es immer getan habe. Ich filme euch das Ganze offline ein bisschen mit, damit ihr vom Tag 2 dann als Premiere das Video sehen könnt. Vielleicht streame ich zwischendurch mal ein paar Minuten, wenn das irgendwie funktioniert. Und ich gestehe, es ist auch gar nicht mehr so der allerfrühste Morgen. Es ist nämlich schon fast Mittag. Aber ich habe gerade noch ein paar Sachen fertig gemacht, was ich eigentlich gestern schon erledigen wollte. Habe ich zeitlich mal wieder nicht hinbekommen. Und deswegen stürmen wir erst jetzt los und schmeißen uns direkt ins Getümmel. Ich würde meinen, wir brechen auch direkt auf. Das Wetter hier ist eher so, naja, es ist sonnig, ein bisschen bedeckt, 21 Grad, ist jetzt auch nicht unbedingt Hochsommer, aber warten wir mal ab, wie es auf der Range wird. Denn im Vergleich zu dem, was wir gestern in Dresden gesehen haben, wirklich Gewitter ohne Ende, ordentlich Regen, Regen, Regen. Ich glaube, da ist fast alles besser. Naja, in Berlinistan ist es, glaube ich, dieses Wochenende auch nicht viel, viel sommerlicher. Also offenbar ein bisschen zu viel CO2-Steuer gezahlt. Soll natürlich nicht ums Wetter gehen, denn wir wollen ja schießen. Und deswegen setzen wir uns jetzt erstmal in Bewegung. Mal gucken, ob ich euch unten das Parkhaus mitfilme. Ich habe es ja gestern im Spazieren-Stream schon gesagt. Ich habe noch nie so lange gebraucht, um in dem Parkhaus zu parken. Es ist so eng alles. Ich habe ja nun auch ein relativ bulliges Auto. Also ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht, um in diese Parklücke reinzukommen, weil man da auch nicht rangieren konnte. Man hat so geschätzt oder gefühlt 3 Meter Platz, um mal nach vorne, mal nach hinten zu fahren. Und mein Auto ist halt wirklich relativ umfangreich. Aber ich habe es hinbekommen. Ja, und nachher, wenn ich dann zurückkomme, das gleiche Spiel nochmal. Wird schon irgendwie funktionieren. Und was mir aufgefallen ist, das sind meistens 3 Parkplätze nebeneinander. Also links einer, rechts einer und in der Mitte einer. Und ich kam ja gestern relativ spät. Ich war ja erst nach 21 Uhr da. Heute komme ich ein bisschen eher zurück von der Range. Wir wollen ja heute Abend noch wieder alle weggehen. Und als ich ankam, waren alle mittleren Parkplätze natürlich schon besetzt, weil alle mit großen Autos in die Mitte gefahren sind. Da blieben nur noch die Links- und die Rechtsparkplätze. Und die waren teilweise so eng, weil da noch irgendwie Wände im Weg, also so Poller, so Pfosten im Weg waren. Also war auf jeden Fall ein Erlebnis. Jetzt geht's aber erstmal los. So, ich sitze im Auto, wie ihr seht. Ich filme euch jetzt mal die Ausfahrt aus der Tiefgarage mit und ein bisschen eine kleine Fahrszene, denn die haben wir ja zwar gestern im Livestream schon ausführlich gehabt, aber ich denke, in jedem Reisevideo muss auch ein kleines Fahrvideo mit dabei sein, ist dann natürlich auf 4-facher Geschwindigkeit. Jetzt viel Spaß mit der Anfahrt und dann sehen wir uns gleich auf dem Schießstand wieder, so in ungefähr halbe, dreiviertel Stunde. Für euch sind es 5 Minuten, so ungefähr, naja, ein bisschen mehr. Ist ja auch egal, erstmal düsen wir jetzt gemütlich los. Jetzt seht ihr mich aus dem Parkhaus hinaus rasen. Das war noch vergleichsweise einfach. Ihr seht aber, wie ich auch da einige Male vor- und zurückfahren muss, denn klar, ich habe es jetzt auf 4-facher Geschwindigkeit abgespielt. Ich bin in Wahrheit, also wenn das jetzt schon 4-faches Tempo ist und immer noch schneckenartig ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich in echt gefahren bin. Denn das ist tatsächlich Zentimeterarbeit gewesen. Ihr wisst, ich habe ein relativ breites, relativ hohes Auto und ich sehe nicht viel von dem, was vor mir ist, weil der eben so hoch gebaut ist. Ihr wisst ja, ich kann ja die silberne Motorhaube angucken beim Fahren. Dadurch muss ich mich wirklich vortasten, denn er hat ja auch keine Kamera oder so. Ich habe zwar hinten die Piepsensoren, kann ich auch aus dem Fenster gucken, aber vorne ist es immer so ein bisschen abschätzen. Wie viel oder wie nah kann ich ran, bevor es dann irgendwann Bumm macht? Das wollte ich gern vermeiden und deshalb hier so diese Rangiererei. Ja, das Rausfahren war noch relativ einfach. Das hat dann doch ganz gut gepasst. Das Einparken gestern war ja eine Katastrophe. Hier bin ich mit Absicht durch die falsche Spur gefahren, was sowieso frei war und ich mich da nicht durchquetschen wollte. Also nein, das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie übersehen habe, dass ich dort auf der anderen Seite hätte vorbeifahren müssen. Aber richtig, richtig schlimm wurde es dann auf der Rückfahrt. Das habe ich leider wieder nicht mitgefilmt. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein. Ach ja, ignoriert bitte die dreckige Scheibe. Ich habe mal wieder, habe ich euch im Livestream ja schon gesagt, ich habe mal wieder, was heißt verpeilt? Ich wollte ja schon seit geraumer Zeit die Scheibenwischer tauschen, weil die ziehen Stream. Ich kriege die Scheiben da nicht mehr so mit sauber, aber ich habe noch keine neuen bestellt. Also ich vergesse immer die Dinger zu bestellen. Muss ich wohl nächste Woche doch mal in Angriff nehmen. Deswegen sieht das so ein bisschen blöd aus. Deswegen habt ihr nicht den allerbesten Durchblick. Und so wirklich richtig sauber geputzt, kriegt man das so schlecht per Hand. Man kommt einerseits gar nicht ran, weil, naja, ist halt eine große Motorhaube. Und auf der anderen Seite, ich habe es euch ja erzählt, als wir nach Rumänien gefahren bin, ich habe das ja mit dem Hochdruckreiniger versucht. Es hat nicht viel gebracht. Also das Auto hat ein dauerhaftes, dreckiges Scheibenproblem. Ach ja, ich wollte aber mit euch über das Parkhaus auf der Rückfahrt reden. Da habe ich, wie gesagt, leider nicht mitgefilmt, obwohl es sich da definitiv gelohnt hätte. Denn auf der Rückfahrt, das war die schlimmste Parkplatzsuche, die ich je erlebt habe. Na gut, Parkplatzsuche ist falsch. Ich bin ins Parkhaus reingefahren. Und die haben an diesem Parkhaus zwar eine Ampel, die auf grün springt, wenn man seine Hotelzimmerkarte ranhält, dann darf man reinfahren. Die haben aber kein Zählsystem. Die wissen nicht, wie viele Autos sie reinlassen. Das heißt, als ich reingefahren bin, habe ich
ja, im wahrsten Sinne des Wortes den letzten freien Parkplatz bekommen. Musste mich da reinpuzzeln, habe vielleicht links und rechts noch 4 cm Abstand zu einem Pfosten und zum Nachbarauto. Also ich weiß nicht, wie der da morgen einsteigen soll, aber das ist nicht mein Problem. Muss er halt durch den Beifahrer, durch die Beifahrertür rein. Kann ich auch nichts dafür, dass die Parkplätze so scheiße gebaut sind. Und ich habe 10 Minuten oder so gebraucht, um in diese Parklücke zu kommen. Nicht, weil ich nicht fahren kann oder so, sondern weil man da nicht rangieren kann. Man hat einfach keinen Platz. 1 Zentimeter vor, 1 Zentimeter zurück und dann eben so ein Puzzlespiel draus machen. Aber jetzt kann ich mit diesem Auto, was ich ja nun immerhin schon seit fast einem Jahr habe und 17.000 Kilometer gefahren bin, jetzt kann ich ganz sicher sagen, ich kann dieses Auto einparken. Auch in Lücken, wo normalerweise eher so ein kleiner VW Polo reinpassen würde. Das geht irgendwie, auch wenn es keinen Spaß macht. Und als ich da in diese letzte freie Parklücke reingefahren bin, kamen hinter mir noch 2 andere in das Parkhaus. Da war aber nichts mehr frei. Ich habe es ja gesehen, ich bin ja einmal durchgefahren. So, das heißt, die haben trotzdem weiter Autos reingelassen, mutmaßlich andere Gäste, weil sonst geht ja die Tür gar nicht auf, obwohl überhaupt nicht mehr frei war an dem Parkplatz. Man muss dazu sagen, gestern ist ja nun dieser Reisebus mit der Fußballmannschaft angekommen, habe ich euch ja gestern schon erzählt. Ich bin zur Rezeption, musste das Zimmer ja noch ganz spontan buchen und dann halt einchecken. Und vor mir ist ein riesengroßer Bus rangefahren. Ihr habt es im Livestream ja gesehen, als wir angekommen sind am Hotel. Da kommt eine ganze Fußballmannschaft raus und heute hat wohl Pilsen gegen Prag oder so gespielt. Das heißt, die ganze Stadt ist voll. Hier schräg rüber vom Hotel ist dieses Fußballstadion. Man sieht die Flutlichter von hier aus. Und na, das erklärt wahrscheinlich, warum man keine Parkplätze gefunden hat. Allerdings wollen wir ja jetzt eigentlich nicht über Parkplätze reden. Ich habe es euch auch am Ende nochmal erzählt, was das für eine Katastrophe war diesmal. Jetzt geht es hier erstmal um das, was ihr seht. Und dem ein oder anderen, der schon länger dabei ist, ist es sicher schon aufgefallen, wir fahren dieses Mal eine andere Route. Wir fahren nämlich über, wie heißt denn das, Nepomuk oder so. Und nicht über Prestige, wie auch immer man das ausspricht. Liegt daran, dass man auf beiden Wegen zur Range fahren kann, das ist ziemlich egal. Und ja, mein Waze, das osteuropäische Navi, mein rumänisches, das wisst ihr ja, das hat mich über über die Koboldstadt geschickt. Ist von der Entfernung fast genau das gleiche. Ich habe jetzt auch noch nicht rausgefunden, welche von beiden Routen schneller ist. Das machen die Navis irgendwie so nach gut dünken, wie sie gerade Lust haben. Dann kann man ja so oder so fahren. Aber dadurch seht ihr mal ein bisschen was anderes. Wenn wir über Prestige, ihr wisst, was ich meine, das mit der Kirche auf dem Hügel, wenn wir über diese andere Stadt fahren, dann fahren wir eine ganze Weile Autobahn. So die ersten 10, 20 Kilometer müssten das sein. Es sind ja insgesamt gerade mal knapp 40 Kilometer. Und wenn man über dieses andere Ding fährt, also links rum, je nachdem, auf welche Karte man schaut, also in Fahrtrichtung, wenn man vom Norden Richtung Süden fährt, dann links rum zur Range. Wenn man ja von Pilsen runter Richtung Süden fährt und rechts rum fährt, fährt man über Prestige. Andersrum ist es von der Range, dann linke Seite ist dieses Prestige und auf der rechten Seite ist dieses Nepomuk. Aber ist ja auch egal. So, wir fahren dieses Mal also eine andere Strecke, wie ihr seht. Und ich habe da gleich einen kleinen Schnitt im Video. Ich musste dann einen Cut setzen, war keine Absicht, denn ich habe die Klimaanlage nicht angehabt und ja, ich habe euch ja vorhin gesagt, es waren so 22 Grad Sonnenschein, in der Sonne gefühlt deutlich wärmer und ich habe nicht daran gedacht, dass es passieren kann, dass mir das Handy überhitzt und genau das ist dann vorgekommen, als ich das Handy in der Halterung hatte zum Filmen. Das hat sich dann in Standby-Modus, oder nicht Standby, das ist in den Notmodus gegangen, weil es überhitzt war und da hat natürlich die Videoaufnahme abgebrochen. Deswegen kommt gleich ein blöder Schnitt und da fehlen euch dann in Echtzeit ungefähr 10 Minuten Fahrt. Aber ja, mein Gott, da habt ihr halt einen Ort nicht gesehen. Ich habe dann direkt weitergefilmt. Ich habe die Videoaufnahme wieder angemacht, nur dass ihr euch über den Schnitt nicht wundert. Ich habe es ja vorhin im Abspann schon gesagt, ich habe mich zur Abwechslung mal nicht verfahren. Nee, nicht im Abspann, in der nächsten Sequenz, wo ich live mit euch rede, habe ich das gesagt. Ich habe mich nicht verfahren und es war mir zu peinlich und deswegen habe ich es ausgemacht. Dieses Mal nicht. Es ging einfach nur darum, dass mein Handy in dem Moment nicht betriebsbereit war. Ich dann erstmal die Klimaanlage anmachen musste und das Handy runterkühlen musste. Was mir mal wieder auffällt, ist, was das für eine schöne Landschaft ist. Denn schaut euch das mal an. Ja, okay, jetzt seht ihr da nicht ganz so viel. Auf der Rückfahrt war es toll. Bin ich den Sonnenuntergang gefahren, um zurück nach Pilsen zu kommen. Da hat man ja diese sanfte Hügellandschaft am Horizont. Das sah so richtig, richtig schön aus. Problem war nur, so dreckig wie die Scheiben waren, konnte ich kein schönes Foto von machen und aufnehmen konnte ich es auch nicht, weil das Handy nicht im Stativ war. Das heißt, vielleicht gucke ich mal, dass ich das morgen nochmal hinbekomme, wenn das Wetter morgen auch so schön ist, weil das sah echt toll aus. Ihr seht, das ist eine Landstraße, auch relativ guter Zustand, so für absurdistanische Verhältnisse. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Na klar, sind ein paar Flicken und sowas. Man muss aber auch bedenken, wir sind wirklich hinten im Nirvana, im Niemandsland. Da gibt's nicht sonderlich viel. Ansonsten habe ich auf der Fahrt Richtung Range ein bisschen
naja, Nachrichtenradio, Inforadio aus Absurdistan gehört. Ich wollte ja was Produktives nebenbei machen, da ich ja wusste, ja, ich werde den ganzen Tag jetzt nicht dazukommen, mich mit dem aktuellen Tagesgeschehen zu beschäftigen, weil beim Schließen hat man ja doch ein paar andere Sachen zu tun. Und deswegen habe ich Radio gehört unterwegs und da hat man beim RBB-Radio doch glatt etwas Ketzerisches behauptet. Denn ihr wisst ja, in Absurdistan, was aus dieser Sicht von hier aus wirklich einfach nur völlig absurd die Zentrale des Irrenhauses ist, denn ich meine, ihr wart ja live dabei, gestern Nachtclub, alles ganz entspannt, nix Maulkorb, nix Zombie-Test, also wirklich völlig normales Leben. Obwohl die Polizei dran vorbeifährt, das sieht, was da abgeht, ist also offensichtlich völlig egal, was dort gemacht wird. Auch hier die ganze Stadt voll, wie gesagt, heute großes Fußballspiel, keine Sau fragt nach Zombie-Mist, weder im Hotel noch sonst wo. Und im Vergleich dazu ist das, was in Deutschland passiert, wirklich einfach nur surreal. Aber kommen wir zu der eigentlichen Meldung, zu dem Ketzerischen, was der Nachrichtensprecher da erzählt hat. Denn in Absurdistan wird ja nun gerade die dritte Sumpfsuppenportion ausgegeben. Man will ja jetzt die Leute zur Abo-Falle drangsalieren, drängen, nötigen, erpressen, was auch immer. Und die sollen doch jetzt am besten alle schon mal das dritte Mal die Suppe konsumieren. Und dann im Frühjahr kriegen sie dann die vierte Suppe und so weiter und so fort, würde ich jetzt einfach mal spekulierend in den Raum werfen. Und es sieht aber danach aus, dass weder die überzeugten Paranoia-Piloten noch die Ärzte in Absurdistan also wirklich Bock drauf haben. Denn laut RBB machen wohl kaum Leute mit bei der dritten Sumpfsuppe. Es kommen weder Leute, die Suppe haben wollen, da war jetzt übrigens gerade der Schnitt, ihr habt es gesehen, es kommen weder Leute, die die dritte Sumpfportion haben wollen in die Arztpraxen, noch haben die entsprechend die Hausärzte Bock, sich daran zu beteiligen. Also mit etwas Glück wird dieses Ding ein Rohrkrepierer. Denn es fragen ja immer alle, was kann man denn machen gegen den Irrsinn? Wie kann man das denn, was kann man denn tun, damit man diesen Irrsinn, ja, sich dem nicht unterwerfen muss? Ja, die einfachste und traurigerweise meiner Meinung nach einzigste Antwort ist nicht mitmachen. Und zwar im großen Stil nicht mitmachen. Wenn plötzlich 60, 70 Millionen oder gut, 50 Millionen würden auch schon reichen, wenn so, oder auch nur ein Drittel oder die Hälfte aller Leute in Absurdistan, wenn die sagen würden, nö, macht euren Bullshit alleine, dann hätte sich das erledigt, weil sie dann die Lüge nicht mehr aufrechterhalten könnten. Lüge im Sinne von, naja, ansonsten sterben alle aus, denn ihr seht ja nun das lebende Beispiel, wie es in anderen Ländern abgeht und nicht nur in Tschechien. Ich meine, wir waren ja nun wirklich in sechs Ländern dieses Jahr unterwegs. Nee, Schweden war letztes Jahr. Ich zähle mal kurz durch. Wir waren in Polen, in Stettin zum Essen. Nee, Polen war auch schon. Nee, Stettin war ich letztes Jahr oder dieses Jahr? Nee, Stettin war schon letztes Jahr. Das heißt, dieses Jahr waren wir in, ja, Tschechien logischerweise, in der Slowakei, in Ungarn, in Rumänien. Waren wir noch irgendwo? Okay, in vier Ländern war ich dieses Jahr anscheinend. Schweden und Polen war ich letztes Jahr. Und in keinem dieser Länder, besonders in Osteuropa, wird ja offensichtlich drauf geschissen auf den ganzen Irrsinn, in keinem dieser Länder sind mir bisher irgendwie massive Leichenberge oder so begegnet. Und das Interessante ist, dass mir die Leute hier das Gleiche erzählen, was uns in Absurdistan erzählt wird. Nur umgekehrt. In Absurdistan erzählt man uns, wie schlimm angeblich alles in den Nachbarländern ist. Was für eine dramatische Lage im Gesundheitssystem und so. So, das wird bei uns in den Medien berichtet. Hier wird in den Medien berichtet, wie dramatisch es angeblich ist.